Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Und heute suchen wir nach der Glyphe. Oh, schade. Ich habe ja gehofft, dass sie hier ist. Wir suchen nach einer Glyphe, die sich irgendwo hier befinden muss. Und ich habe so das Gefühl, dass die Glyphe auf dem Turm ist. Huch, das ist eine Feder. Aber ob sie wirklich da oben ist, das werden wir wohl erst erfahren, sobald wir da oben sind, würde ich sagen. Deswegen geben wir einfach mal unser Bestes, um da hochzukommen. Natürlich gucke ich natürlich alle Ecken und Kanten vorher nochmal an. Nicht, dass es hier doch irgendwo ist. Ach, das sind Vögel, ne? Ah, schade, ich habe mich gefreut. Gut, dann würde ich. Ups. Dann würde ich schon sagen, klettern wir einfach mal hoch. Oh, es geht. Tatsächlich. Ja, das war der schwere Turm. Im Ernst? Okay. Kann ich da zur Seite klettern? Ich weiß, dass ich da zur Seite klettern kann. Moment. Was? Ich dachte, ich kann hier klettern. Ihr wollt mich doch jetzt verarschen, oder? Wieso ist das Fenster bitte höher? Es ist so nah dran. Okay. Wir kriegen das hin, Freunde. Wir kriegen das heute hin. Wir kriegen die Glyphe zusammen. Ansonsten darf ich mich nicht mehr Zero nennen. Und das wollt ihr nicht. Oder? Ich hoffe nicht. Ich vermute mal, wir gehen von hier aus hoch, weil das der einzige Weg ist. Ja, du mich auch. So. Hier kommen wir ja noch easy hoch. Ja, das sieht gewollt aus. Das sieht definitiv gewollt aus. Deswegen nehmen wir gerne mal den Weg und gehen hier entlang. Ja. Weitergehen? Wie wär's, Ezio? Nein? Hast du keinen Bock drauf? Keine Ahnung. Freunde, ich weiß es nicht. Er wollte nicht. Jetzt wollte er. Hat wahrscheinlich nur eine Pause gebraucht. Ich dachte, das wäre der schwere Turm gewesen. Bin verwirrt, Freunde. Ich weiß nicht mehr, wo der schwere Turm war. Oh, hier funkelt's. Oh. Ja. So. Habe ich doch gesagt. All die Schmerzen der Zeit. Es tut zu weh. Sie sieht, wie ich ein Messer hebe. Nur noch ein bisschen länger. Hä? Was? Hä? Was? Hä? Messer? Messer? Medizin. Archiv. Oh, Zugriff verweigert. Oh. Am Anfang. Schöpfung. Genesis. Ich sehe schon mal eine 5 und ein Gehirn. Ich sehe 6 plus 4. Ich sehe 3 plus 5. Ich sehe 2 plus 1 plus 5. Und suchen wir Y? Warte mal. 6 plus 4 sind 10. 3 plus 8, 3 plus 8, sag ich schon. 3 plus 5 sind 8. 2 plus 1 plus 5 sind auch 8. Aber was soll das für die 5 am Ende? Moment, da rechts habe ich die. Ich habe da nicht mal Zahlen. Was soll die 5? Was soll die 5, Freunde? Ich weiß. Oh Gott, ich hasse diese Rätsel. Naja, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr. Okay, wir suchen auf jeden Fall zwei Symbole. Wir gucken erstmal 6 und 3. 6 und 3 sind das wahrscheinlich, ne? Ja, wir suchen die 6 und die 3. Die 0 haben wir vorgegeben, das ist diese hier. So. Wir suchen die 6 und die 3. 6 plus 4 und 3 plus 5. Und wir haben da natürlich noch eine 5 drin. Was auch immer diese 5. Was soll diese 5? Ah.
Ich muss mir die Bilder genauer angucken, Freunde. Ihr habt mir das letzte Mal schon gesagt, dass ich irgendwas übersehen habe. Also ich sehe anscheinend, das ist keine Karte, ne? Das ist das Gehirn. Erinnert so ein bisschen an Leonardos Sachen. Na gut. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wo beginnen wir denn am besten? Es geht von links nach rechts, ne? Es geht von links nach rechts. Also, zum Beispiel über diese Antenne. Da haben wir eine Antenne, drei Antennen, neun Antennen. Das heißt, plus 3 mal 3. Okay, dann haben wir... Ja, so ein... Wie nennt sich das nochmal? Gleichheitszeichen. Wobei kein Gleichheitszeichen, größer als, kleiner als, ne? Und eine Antenne. Da haben wir... Größer als Zeichen, 2 Antennen. Dann müsst ihr die 3... Dementsprechend... Warte, jetzt bin ich verwirrt. Was sollen dann die 2 Größe? Achso, die gehört wahrscheinlich zum nächsten Bild, ne? Gut, gibt es denn sowas für die 3? Also wenn, dann würde ich ja schon mal vermuten, das ist es auf jeden Fall nicht. Es hätte ja immer so ein Muster. Das würde ich jetzt mal glatt behaupten. So, wenn wir jetzt von links nach rechts gehen, ne, haben wir zuerst 2 größer als, 2 größer als und 2 Dinger. 2 große Antennen. Dann haben wir einen, den es nicht gibt und 3 größer als und 2 Antennen. Das gibt's ja schon. Das fehlt da. Ich hab's gewusst. Ach, leck mich doch. Nein, wieso ist das falsch? Hä? Vielleicht, warte. Das ist kein Y. Warte kurz. Das ist die Antenne. Zwei plus 1 sind 3. Dann 9. Ja, nee, das ergibt keinen Sinn. Antenne plus 2 plus 6. Gehört das... Warte, Antenne, 2 plus 6 sind 8, plus 2 sind 10, plus 1 sind 11, plus 5 sind 16, plus 3 sind 19, plus 5 sind, oh Gott, 24. Ja, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn, Freunde. Aber ich war mir eigentlich mit dem hier recht sicher. Moment. Moment. Wir haben... Ich hab's gefunden. Wir haben diese Antenne. Das ist eine Antenne. Plus 2 haben wir 3 Antennen. So. Plus 6 haben wir 9 Antennen. Plus 2 haben wir 11 Antennen. Das heißt, ein größer als eine Antenne. Das heißt, ein größer als sind 10. Ich hab's raus. Ich bin Leonardo da Vinci, Freunde. Ich bin es einfach. Okay. 11. So. Dementsprechend haben wir plus 1, haben wir 2 Antennen. Plus 5 sind wir bei 16, ne? Bei 16. Das sind 13. Jetzt muss ich nur herausfinden, was die großen Antennen sein könnten. Das kann ich doch. Kein Problem. So. Ich bräuchte eigentlich mal einen Zettel oder so.
Also gut. 13. Gut, merken wir uns die 13 für die 3? War doch richtig, oder? Sehen 12 plus 1, 13, ja. Dann haben wir nämlich zwei große Striche, die müssten ja dann theoretisch 20 sein, ne? Ne, es sind 18. Da sind zwei große Striche plötzlich 18? Und 21 sind dann. Das ergibt doch keinen Sinn. Okay, aber wir haben schon mal einen Lösungsansatz, Freunde. Wir haben einen Lösungsansatz. Gott, ich fühle mich jetzt genau wie das Hirn da rechts mit der großen Aktivität. Ne, ich glaube, der hat keine Aktivität. Ja, doch, passt zu meinem Kopf. Gut, das heißt, man müsste erstmal herausfinden, was was ist. Wir haben ja, in der ersten Zeile sind wir ja bis 0 gekommen. Das heißt, die 9. Aber das muss doch, bei der 1 ist das die 11. Aber 100% ist das die 11. Das geht nicht anders. Und dann plus 1 sind nun mal 12. Und dann haben wir die plus 5 und dann sind das 8 und plötzlich sind das 2 größer als Zeichen. Oh, mein Hirn, der ist brummt. Macht mich kaputt. Da haben wir zum Beispiel eine große Antenne und drei kleine. Naja, machen wir erstmal weiter. So, haben wir halt 18 mit den 2 größer als. So, 21 mit den 2 größer als und den großen Antennen. Einer frei. Bei 21 waren wir gerade, ne? Gar nicht wahr. Warte. Okay. 9, 11, 12. Ne, es kommt doch gar nicht hin. 9. Dann 11. Doch, 12. Dann haben wir. Warte, ich bin jetzt verwirrt. Okay, nochmal. 9. So, dann haben wir plus 2 sind 11. Dann haben wir plus 1 sind 12. Dann haben wir plus 5 sind nicht 18, sondern 17. Habe ich ja irgendwas verpasst jetzt? Warte. Antenne 3, 9, 11, 12. 17. Das heißt, die 3 ist die 17. Oh Gott, bin ich dämlich. Oh, Freunde, ich bin dämlich. Gut, die 2 größer als Zeichen sind 20. Gott. Okay. Das war schon mal scheiße. Gut, dann ergibt das jetzt auch alles einen Sinn. Das heißt, wir suchen die 17. Ne? Das müsst ihr ja theoretisch. Es könnte dieser hier sein. Ah. Ich bin so noch ein Stück weitergekommen. Okay. Bin noch ein Stück weitergekommen gerade. Sind das mehrere Antennen? Das sind mehrere Antennen. Das ist keine riesige Antenne. Das sind mehrere Antennen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Antennen. Okay, Freunde. Ich hätte das alles schon viel früher lösen können, hätte ich nur eine Sekunde lang aufgepasst. Okay. Wir suchen also die 17. So, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Das wären 15. Wir suchen aber die 17. Aber da ist eine ganz komische Antenne dabei, oder? Die ganz unten. Oder zählt die jetzt normale? Das sind schon 25. Also ich vermute mal, dass die große Antenne 5 bedeutet, weil da unten ja auch eine 5 ist. Einfach nur mal so geraten. So, dann haben wir 20, klar. Und dann kommt die 25. Ja, das ist logisch. Dann müsste ja die 31 kommen. Ja, 31. Moment, ich bin zu weit. Bin ich zu weit? 20.
25, ja, ich sehe es doch, dass es 25 ist. 31 brauche ich jetzt. Und die 31. Gibt es hier sowas wie eine 31? Das hier sind 6 plus 5, 21, ne? 31. Was? Wow, das ist schwer. Diese Zahlen auf dem Bildschirm, die müssen einen Grund haben. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich kenne die Symbole an dem Rad. Das sind sumerische Zahlen. Diese baumförmigen sind Einsen und die seitlichen Vs sind Zehnen. Vielleicht hängen die Zahlen mit den sumerischen Zahlen zusammen. Oh, du machst eine ganz große Hilfe. Wow, das ist okay, schwer. Nein, halt's Maul. Diese Zahlen auf dem Bildschirm, die müssen einen Grund haben. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich kenne die Symbole an dem Rad. Das sind sumerische Zahlen. Diese baumförmigen sind Einsen und die seitlichen Vs sind Zehnen. Oh nein. Die Zahlen mit den sumerischen Zahlen zusammen. Okay. Okay. Ich hab's ja kapiert, ja. Ich hab's verdattelt, Freunde. Ich hab's einfach verdattelt. Gott, das Rad muss so stehen. Gibt's noch eine andere Möglichkeit? Nein, gut, das ist die letzte Möglichkeit. Ah, hätte ich das Rad sofort richtig gedreht, ne? Hätte ich gar kein Problem. Okay, jetzt muss ich erstmal die Anordnung wiederfinden. 9, 11, 12, 15. 0 ist jetzt die 15. Das warst dann du. So. Und die 3 müsste die 31 gewesen sein, ne? Ich meine, ich bin selbst auf den Gedanken gekommen. Nein! Leck mich! Warum? Hä? Hä? Ah, die 5 steht für den... Ah, 5 steht für den Anfang. Okay, die 5 steht schon mal für den Anfang, also wir sind in der richtigen Position. Das ist doch die 6. Nach der 5 kommt die 6, ne? Logischerweise. Und das sind 3, diese scheiß Viecher. Es ist halt so. Und das hier ist doch 15, ne? 10, 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann haben wir Y oder Antenne plus 2 Antennen sind 3 Antennen. Plus 6 Antennen sind 9 Antennen. Plus 2 ist ein größer als eine Antenne. Plus 1 ist ein größer als und 2 Antennen. Plus 5. Wir haben die 7. Oh, die 17. Gott, Leute. Verprügelt mich bitte. Schlagt mich einfach tot. Ich hab's nicht verdient. Ah. Die Organisation will die Splitter. Sie hat ihre Macht gekostet. Aber was waren die Splitter? Warum funktionierten sie so gut? Als wäre unser Verstand für sie gemacht. Gemacht, um zu gehorchen. Gott, Freunde, ich weiß, wir haben jetzt gerade 20 Minuten dieser Scheißrätsel verbracht. Es tut mir leid, dass es heute eine recht ruhige, langweilige Folge vielleicht für euch wurde. Es tut mir echt leid. Egal. Ausgabe 1, Januar 2012. Die Welt der Wissenschaft hat die heute veröffentlichten Ergebnisse einer neuen neurologischen Studie begeistert aufgenommen, was zuerst die eigentliche Nachricht zu sein schien, nämlich dass Dr. Gigi Wu und Dr. PJ Traunero, hört sich an wie ein Pokémon, einen neuen Neurotransmitter entdeckt haben. Entpuppte sich als Spitze eines Eisbergs, um Dr. Wu zu zitieren. Mit den Prototypen einer DMRI-Maschine konnten wir die Inhalte eines Neurons in lebenden Gewebe analysieren. Wir fanden eine Substanz, bei der es sich um einen bisher unbekannten Neurotransmitter zu handeln scheint. Hier wird es verrückt, um unsere Ergebnisse zu überprüfen. Haben wir das Neuron alle möglichen Reizen ausgesetzt, aber wir brauchten es nicht dazu, den Transmitter auszusenden. Also haben wir einen ganzen Mechanismus entdeckt. Es gibt inaktive mit dem Neurotransmitter gefüllten... Oh Gott.
Dieses Wort, das bringt mich um. Es gibt inaktive, mit dem Neurotransmitter gefüllte Läschen und dazu passenden Ionenkanäle, beide ohne erkennbaren Zweck. Wegen ihrer Zweifel, ob die natürliche Auslese nicht benötigte Transmitter hervorbringen würde, suchten Wu und Traunero nach Vorläufern bei der anderen Spezies ohne Erfolg, wofür dieser Schlingel auch gut ist. Er hat sich in den Menschen entwickelt, sagte Dr. Irgendwas. Ich hab keine Ahnung, was da steht. Es tut mir leid, ich bin scheiße. Nein, es geht weiter. Ah, gefunden. 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 Das sind die Dinger, ja? Das ist noch ein ganz großer. So. Komm, wir setzen nochmal 10 Minuten drauf. Fehlen noch die letzten beiden. Also, es wird immer schwerer, Freunde. Es wird einfach immer schwerer. Gott. Ich hätte das so schnell lösen können, hätte ich nur eine Sekunde nachgedacht. Aber nein! P-Zero kann nicht nachdenken. Er ist unfähig. So. Dann klettern wir wenigstens hoch und dann haben wir das hinter uns und dann können wir. Bam. Oh. Freunde, das ist überhaupt gar kein Turm. Aber vielleicht befindet sich da oben irgendwas Schickes. Wer weiß. Ha, ein Vogel. Komm her, Vöglein. Oh. Ich meine Feder hier oben. Synchronisieren. Ich glaube, das ist kein Turm. Na gut, Komm her, du Arsch! Bleib zurück! Hilfe, Wache! Was? Nein! Ah, genau, die wollte ich umbringen. Vergiss nicht, warum du das tust. Jetzt wirst du erst recht sterben. Ich muss fort! Bleib zurück! Wo bist du hin? Ich nehme die Abkürzung, keine Sorge, Freunde. Ich nehme die Abkürzung. Dich kriege ich, du kleine asoziale Sau. Wenn ich dich abschießen muss, ist mir scheißegal. So, sehr schön. Wolltest du gerade Stress machen? Tschüss. So, noch irgendwelche Fragen? Ich glaube nicht. Ach, habt ihr es auch mal geschafft? Großzügig. Ob ich da hinten ankomme? Ich glaube nicht. So. Hat zwar ein bisschen Schaden bekommen, aber ist mir jetzt scheißegal. So, das Geld haben wir auf jeden Fall. 15.000. Kann man nicht nein sagen. Hier, nimm. Ja, ich bin heute großzügig. Dankeschön. Okay, lass uns mal zur Quest laufen. Oh, Freunde, ich muss sagen, dieses Rätsel, was ich gerade gemacht habe, ich weiß nicht, ob ihr alle zuguckt habt. Habe euch wahrscheinlich einen Link gegeben, wo ihr das Ganze überspringen könnt. Also für diejenigen, die das übersprungen haben, ihr habt ein bisschen was verpasst. Und das war echt nicht leicht. Muss man dazu sagen. Gut, hätte ich mich jetzt an das Rätsel erinnert. Was? Lauf mir doch entgegen, wo bist du hin? Was? Hä? Er ist weg. Egal. So. Ich will doch nur hier hoch. Ich habe euch anscheinend gestört. Erstmal schön rammen und dann entschuldige ich mich auch noch dafür, dass ich ihn gerammt habe. So. Dann wollen wir mal. Der Händler Medardo aus San Polo wurde wegen des Verrats gegen die erlaubteste Republik schuldig gesprochen. Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höchstpersönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut.
Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Oh, ja, gehen wir ein Stück. Ich hoffe, du hast mit mir geredet. Er sieht übrigens aus wie unser kleiner Feind. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt wurde. Dass man ihn übelst hassen soll. Aber wir hassen ihn auf jeden Fall schon mal. Die Templer verfolgen, um das Treffen zu belauschen. Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Moschinico hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Oh! Aber er hört auf andere Stimmen. Irgendwie habe ich gerade nicht gefasst, dass ich mich irgendwie verstecken muss. Ich war irgendwie... Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass ich die nicht belauschen sollte, sondern so mit denen laufen sollte. Offen gesagt, schwer. Moschinico hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Doge mag mich nicht. Warum das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer. Schmeichler. Speichellecker. Muss ich fortfahren? Kretan, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist. Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Duschen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr wärt dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Nein, und lasst mich ausreden. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Also anscheinend habt ihr sehr viel Zeit, so wie ihr schleicht. Sind überall Federn. Müssen wir wohl ein bisschen Federn da lassen. Ich wollte schon Federn lassen sagen, aber ich dachte mir, ah, der Flachwitz ist doch ein bisschen zu scheiße. Oder was? Oder ich töte dich, oder was? Können wir uns nicht irgendwo hinsetzen? Kennt ihr einen wirklich sicheren Ort für Gespräche wie dieses? Geh mir besser aus den Augen! Ekolo, du kannst nicht entkommen! Also könnt ihr das mal sein lassen? Verdammt, da ist er! Wir kriegen dich doch! Oh nein. Wie bitte? Ach. Das war jetzt nicht unnötig. Wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Moschinico hält seinen Kreis geschlossen. Was? Oh, okay, Freunde. Ich würde sagen, wir beenden hier einmal kurz die Folge. Und dann sehen wir uns morgen wieder an der Stelle, wo wir gerade gefailt haben. Weil heute ist Weihnachten, wo ich auch aufnehme und ich muss gleich los. Das heißt, ich habe nicht viel Zeit zum Schneiden. Deswegen lasse ich die Folge jetzt einfach mal so, wie sie jetzt ist. Sonst hätte ich sie natürlich geschnitten für euch. Aber auch komm, wir könnten mal gucken, wie ich so 20 Minuten an einem Rätsel versagt habe. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero und tschüss.